Das Projekt Klasse der Mitteldeutschen Zeitung ermöglicht Schülerinnen und Schülern für 4 Wochen einen intensiven Blick in ihre lokale Heimatzeitung. Auch die 8b des Lukas-Cranach-Gymnasiums hat die Chance genutzt. Ich glaube ja, unsere Medienwelt ist ja viel größer geworden, ja, durch Facebook und andere Einrichtungen, Twitter, Schüler, wie heißen die, Schüler, VZ. Ja, also die Schüler halten ja intensive Kontakte, ja, auf dieser Plattform oder diesen Plattformen und öffnen sich. Insofern ist die gute alte Zeitung eigentlich so eher was Klassisches. Ja. Ja, man bekommt in der Klasse jeden Tag 4 Wochen lang ein MZ und die wird dann gelesen und da macht man da verschiedene Projekte zu. Es gibt ja in unserem Lehrplan auch das Kapitel oder diese Stoffeinheit Medienkunde und da lässt sich das sehr schön damit verbinden. Ich fand das eben sehr gut, weil die haben uns eben auch aufgeklärt. Viel über den Beruf und allgemein auch über die Zeitung. Ja, und das ist also wirklich auch mal so, dass die Schüler hautnah erleben können, wie Journalismus passiert und was überhaupt zur journalistischen Arbeit gehört. Die journalistischen Genre werden alle behandelt. Die Schüler dürfen sich selbst ausprobieren. Und was liegt da näher, als unsere eigene regionale Zeitung da mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen?